gefährlich. Und das 1:0 für Roter Stern. Unbeschreiblicher Jubel hier im Stadion. Und wenn ich das richtig gesehen habe, war es Mihajlovic, der das Tor gemacht hat. Ein herrlicher Freistoß, genau durch die Mauer der Bayern hindurch. 9 Spieler vom Roten Stern vorbelastet. Bislang hat keiner eine gelbe Karte bekommen. Sie können alle beim Endspiel in Bari dabei sein. Herr Galler, bitte den Ball freigeben. So viel Zeit haben wir nicht. Da ist es. Und ja! Ja, ich hab's beschworen. Glück muss man auch mal haben. 1:1 und 29 Minuten noch für die Bayern. Solch ein Tor lässt ja manchmal ein Spiel absolut kippen. 1:1. Und jetzt müssen wir einfach mal Hoffnung haben. So wie Klaus Augenthaler, der da auch zeigte. Lasst uns noch was tun. Stojanovic. So, jetzt kommt die Kulisse auch wieder, die ein bisschen ruhiger geworden war in den letzten Minuten. Rufen jetzt Belgrad, das kann aber auch wie Bayern klingen. Und das ist die Chance und das Tor! 2:1 führt der FC Bayern München. Und sehen Sie den Jubel von Bender. Und da waren Sie ganz, ganz unaufmerksam in der Abwehr, die Belgrader. Da haben Sie darauf gewartet, dass die Fahne des Linienrichters nach oben geht. Der zeigt aber kein Abseits. Und jetzt, meine Damen und Herren... Aber auch ein Kompliment an die jugoslawischen Fans. Ihre Mannschaft liegt 1:2 zurück und sie wird angefeuert. Da gibt es keine Pfiffe, da gibt es keine Buhrufe. Die Mannschaft wird unterstützt. Wer kommt ins Endspiel am 29. Mai in Bari? Und das ist noch einmal heiß. Krosiniecki, jetzt nur noch kein Elfmeter oder sowas. Und raus, damit einfach raus. Und oh Mann, hat Probleme und der Ball ist im Tor. Oh, ist das ein Pech. Der Ball ist im Tor. Ein Eigentor. Ein Eigentor, wie ich es selten gesehen habe. Und auch Raimund Aumann hat da Pech. Wer hat die Entscheidung für Roter Stern Belgrad gebracht? Und das müssten Sie jetzt sehen. Man zeigt hier logischerweise die jubelnden Jugoslawen. Und da liegen 6-7 Bayern wie erschlagen am Boden. Der Ausgleich für Roter Stern, der Trainer. Mit Tränen in den Augen auf dem Platz. Wahrscheinlich ja gegen Olympique Marseille und Franz Beckenbauer hat die Mannschaft gesehen hier und die Bayern, sie geben nicht auf. Sie müssten ja eigentlich noch 2 Tore hier schießen, um weiterzukommen. Aber das ist nicht möglich. Nein, ein Tor reicht natürlich. 3:2 und der Auswärtssieg, das wäre es gewesen. Aber jetzt ist es vorbei. Vorbei, vorbei, vorbei. Auch der Reporter.